Hilfe. Also, warte, ich mal kurz meine Brille. Ne? Ich weiß ja nie. Immer die Spuren verwischen. So. Nee, also wie gesagt, genau dieser Punkt. Und ich bin natürlich jetzt wiederum immer noch Sklave, jetzt wiederum mit dieser scheiß Miete und so. Aber ich hab's nicht mehr ausgehalten. Und ich habe jetzt aufgrund den Vorteil, jetzt nur ganz kurz, wo ich jetzt auch hier bin, also im Rahmen meines Projektes sind natürlich viele Kontakte entstanden, viele auch total geile, keine Frage. Unter anderem kam halt jetzt hier der Ingo, also mit dem ich das jetzt hier mache, quasi drauf. Und sein Grundding war einfach, weil er Kletterer ist, so die Kletterkasa, also Bed and Breakfast für Kletterer. Ja. Er fand aber das, was er, der hat, also war super, fand es klasse, der hat sich so intensiv mit meinem Projekt, mit meinem Konzept beschäftigt, habe ich kaum jemanden gehabt, der hat da sogar irgendwie die Datei reingeladen und dann so guckt und überhaupt und fand ich gut, so finde ich gut, bla bla, kenne ich nicht, aber interessiert mich und so. Und dann sind wir halt immer weiter, ja, komm, dann machen wir was zusammen, guck mal, wie können wir das vielleicht ein bisschen verbinden, weil eines der vielen, vielen, vielen Aspekte wäre auch sowas mit, natürlich auch Sport gewesen, Freizeit, weil es soll ja auch Spaß machen, die ganze Sache. Und klar, warum nicht? Ich meine, ich fahre ein Rad irgendwie. Das ist schön, was Schönes. Und das ist Klettern natürlich auch interessant. Und das ist ja der Punkt, wo wir dann auf Mallorca dann nochmal irgendwie gekommen sind. Weil das halt ein Top-Kletteradresse halt auch ist. Auch diese DWS-Geschichte. Ja, das ist natürlich gerade hier so. Allgemein, was Outdoor-Aktivitäten angeht. Du kannst halt hier viel machen. Das ist einfach. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt guck mal halt. Aber für ihn ist auch klar, also das ist sicherlich nicht die Endlösung oder so. Das ist jetzt auch so ein Trainingscamp. Für mich, mein Problem war ja auch immer irgendwo, ich habe von meiner Lebens, wo ich war, irgendwie in Friedrichshafen, in dem Leben, in dem Lastwagen, halt einfach wenig Möglichkeiten gehabt, irgendwo auch Leute einzuladen oder so. Und du brauchst das gesagt, du kannst noch so oft, klar, weißt du, mit den Leuten chatten ist alles Bullshit. Einmal 10 Minuten mit den Leuten gelabert, einmal mal ein paar Stunden anders verbracht, dann kannst du zack viel mehr. Ja, das spürst du, musst die Leute ja auch spüren, so, irgendwo, ob so, du auf dem Level bist oder so. Und das konnte ich dort nicht. Und das war einfach für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss jetzt endlich raus aus der Süffe. Ich muss irgendwie, ich brauche wieder eine Perspektive. Und ja, aber wie gesagt, ich möchte auf ihn, das war jetzt erstmal, es waren viele Sachen hier zu machen. Dann hat man einen Volontär, der hat einen ganz, ganz bösen Unfall hier gehabt. Beim Klettern quasi, neue Route gemacht. Ein Wunder, dass er noch lebt. Ich mittendrin, die Begleitung hat mich ja vor der Rettung angerufen und so, ach, ein Albtraum. Aber egal, war schon holprig, irgendwo hier anzukommen. Aber das Gröbste ist jetzt hier schon gemacht und so. Und jetzt war ich demnächst auch, oder ich habe jetzt schon mehr Zeit und bin extremst interessiert an Sachen, die hier laufen. Ich habe ja dein Büchlein gelesen, nochmals vielen Dank. Also da stand ja 2017, da trifft sich alle und ich da also ab. Und da wieder, ja, das ist ein Zeichen. Das nächste Buch, was ich schreibe, ist definitiv nicht so prophetisch. Nicht da, also shit, aber ich dachte, das ist genau das, will ich jetzt lesen. Du kannst das ist natürlich machen. Jedes Mal wirklich so eine. Du kannst ja mit so auf die Fresse legen, ne? Also mit 2020. Oder, schon geschrieben, also, oder vielleicht 2018. Ja, genau. Aber also, okay, das sind natürlich immer in offen gelassen. Ja, gucken wir mal. Nee, der Weg ist das Ziel natürlich. Es geht ja einfach nur darum, die Möglichkeiten aufzuzeigen. Genau. Aber was, also ich kann das halt eben auch noch nicht genau abchecken. Also es sind jetzt natürlich einige Leute da, so, die da Gebrauch von machen. Also was ich halt zum Beispiel schade finde, ist, dass dieser Great Life Kongress abgesagt worden ist. Mhm. Da waren, also es waren zu wenige Anmeldungen da und dann sind auch noch Referenten abgesprungen, dann ist das Ganze abgesagt worden. Aber die Idee, hier dieses Jahr trotzdem auf Mallorca das Ganze wie so ein Ella-Camp wahrzunehmen, so, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Bodo Deletz, der hat unter dem Pseudonym Ella Kensington diverse Bücher geschrieben, unter anderem Mary und da ist der Protagonist halt in einem solchen Camp, das quasi, wo es keine festgeschrieben, es gibt Seminare und sowas halt alles, aber es gibt keinen Stundenplan, keinen Zeitplan, es gibt keine Dozenten, sondern jeder lernt von jedem und irgendwo sammeln sich die Grüppchen immer irgendwo automatisch, spezifisch Thema. Es ist super geil. Es hört sich vom Grundgedanken sehr an. Wir haben einen Holländer als Freund, irgendwie der Ivy irgendwo. Und der hat auch, der erste macht das, ist Flowtown Camps, welchem gehört. Das ist auch so. Auch cool. So Adressen, die Leute kommen zusammen. Ja. Das ist auch so gestern, also nicht irgendwas aus einem festen Standort, ja, genau, quasi.
sondern wo dann wirklich unterschiedliche Standorte, wo gerade so was, wo die Leute zusammenkommen und dann was so, vielleicht auch voneinander lernen. Müsst ihr euch ja auch vernetzen. Ich ja, das auf jeden Fall bestimmt, würde mich interessieren. Das ist bestimmt eine große Übereinstimmung ja. oder sowas. Ja. Und das ist natürlich was, das ist eine Option, die hier wirklich gegeben ist. Also ich habe auch jetzt geguckt, es war jetzt zum Beispiel vor einem Monat der André Stern auch hier, der nie in der Schule war. Der und trotzdem halt eben kein Asozialer geworden ist, sondern halt eben Schriftsteller inzwischen und ja gut, Fotograf. Nie, jede Schule gibt es ja gar nicht. Lebensschule ja, ja, ist ja jeder aber drin. Er war nie in der Schule so halt. Ja. Ne? Und konnte sich halt eben wirklich frei entfalten, konnte frei lernen, durfte einfach sich mit dem beschäftigen, sein ganzes Leben lang, was ihn gerade interessiert hat, was natürlich dann halt auch Auswirkungen hatte und im Prinzip so mit der Begeisterung halt eben an die Dinge rangehen, die dich dann noch lernen lassen, mit dem Effekt eines trockenen Schwammes, der Wasser aufsaugt. Ne? Und er arbeitet halt auch sehr viel mit dem Gerald Hüther zusammen, mit dem Hirnforscher, das ist eigentlich so der führende Hirnforscher im Moment, so nach Vera F. Birkenbiel, die ja jetzt auch 2011 dann schon verstorben ist. Aber er ist halt wirklich so, die sind da auch wirklich hintergekommen, dass man da sich, das ist völlig andere. Und sie zeigen das halt jetzt auch so. Ne? Und er war auch in Artar jetzt irgendwann vor ein paar Wochen, da waren wir auch und haben auch getroffen. Und von ihm hatte ich schon in 2020 geschrieben. Also das Lustige ist, dass ich durch 2020 überhaupt erst auf den André Stern gekommen bin. Ich kannte den vorher selber gar nicht. Und jetzt habe ich ihn inzwischen schon zweimal getroffen. Einmal in Wien, dann direkt nachdem ich das Buch fertig geschrieben hatte. Auch total lustig, wie sich das immer so alles so ergibt. So, ne? Ja, ich bin gerade eine Woche auf der Insel und dann ist André Stern auf einmal da. So, ne? Das ist auch so meine Zeichen. So, ja, so das Synchronizität. Genau, das ist halt genau die Dingschen hier auch. Klar, mit Illuminati oder irgendwas, ja. Oder plötzlich die Sachen dann, ist es ja. oder da Skarabäus von klassische von Jung da, weißt du, also Karl Gustav. Karl Gustav, genau, der hat ja auch, ja, da ist was dran, da glaube ich auch. Ich hatte vor allen Dingen, weil ich angefangen habe, in dem Jahr ist mir so viele magische Sachen passiert und ich war echt hundertprozentig sicher, ich bin aber 200%, 1000% auf der richtigen Linie. Dann war es irgendwo so frustrierend, dass ich dann plötzich irgendwo das Gefühl hatte, jetzt habe ich plötzlich wieder die Betonwand vor mir, weil dann kam ich, weil alles war so, sag, naja. Aber gerade diese persönlichen Kontakte, da fällt immer noch einiges, keine Frage. Und vor allem jetzt, dann war ich dann erstmal so wieder so frustriert und musste erstmal wieder back to the slave. Wieder irgendwie wieder mich erstmal da aufrappeln quasi. Ja, das sind so diese. Es sind eigentlich keine Rückschläge. Viele Leute sehen das so. Für mich war es schon, weil ich habe mich schon darauf eingestellt, jetzt geht's jetzt los, ich packe das Zeug ein und jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, was wir machen, wenn los geht. Und dann war halt einfach, das war vorher wirklich, das waren 20, 30 Leute, die gesagt, ja, sie sind dabei, also sie können sich vorstellen. Und dann kam ich zurück, habe sämtliches Kapital, sogar das Kapital, was ich nicht hatte, schon verbrezelt gehabt. Ja, und dann und dann kam keiner in die Puschen irgendwie. Ich dachte, was geht denn jetzt? Das war so alles so toll, so viele Zeiten irgendwie. Oder? Das habe ich auch schon so oft erlebt. Der Witz ist ja, Du machst gerade das Unmögliche möglich. Ja. Du machst Dinge, du erschaffst etwas, was vorher nicht da war. Brauchst halt deine scheiß 4 Wochen dafür. Aber die 4 Wochen reichen für alle anderen schon wieder vollständig vom System eingenommen zu sein und da nicht mehr rauszukommen. Dann ist 4 Wochen schon zu spät. Dabei ist es gerade das von Moment. Es ist von den nackten Zahlen so lächerlich machbar. Das ist nicht irgendwie völlig utopisch. Das überhaupt ist, nicht. Überlegen wir, vor allem jetzt gerade eben, ich meine, du brauchst halt ein bisschen Startmaterial. Eigentlich, wenn du nicht irgendwie verbrannt bist, jetzt in der Matrix mit irgendwie Schufa, bla bla bla, du kommst sofort, das Geld wird dir hinten reingeschoben. Ja. Das ist doch gar kein Problem. Mir nicht, ich bin verbrannt. Ja. Aber ich meine, wisst ihr, 5 Leute, 10 Leute, die alle sofort 10.000 kriegen, wenn sie wirklich kapieren, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ja.
Hey, ich würde sofort zu, ich bin mir völlig scheißegal, ich habe das ja. ja alles hinter mir, ich würde sofort zu einer Bank gehen, gebt mir her die Kohle, völlig egal, und sage ich, sticke, die Banken machen dann eh nichts, die wissen ja eh, die zeugen Geld aus dem Nichts, denen kann ja nichts passieren. Ja. Das ist halt, du musst halt wissen, konsequent, alles klar, das ist halt die Folgen, ich kann da halt nicht immer diese blöden lächerlichen Spielchen mitspielen, aber ich will es ja nicht. Und dieses Scheingeld zu echten Werten machen mit ein paar Leuten, die Sache ja. ist geritzt. Das ist gar nicht wirklich aufwendig und total nicht unmöglich, was? Ich habe sogar einen Verein gegründet. Da gibt es zum Beispiel, wir sind ja bei der Sozialbank, da kriegst du, gut, ist jetzt mit den Zinsen kein Problem. Das war ja damals sogar ein zinsfreier Kredit quasi. Das ist ganz easy. Da kannst du ein paar Leute, wenn die Leute dem Verein spenden, können sie das ja eigentlich auch in der Regel fast 100% steuerlich absetzen, weil wer reicht schon diese Pauschale quasi, diese Spendenpiste. Also sprich, für ein paar Euro, wenn du, was weiß ich, 30 Euro monatlich irgendwo ein paar Leute gibst quasi, dann kriegst du die Kohle, dann hast du die Kohle und das kannst du nur steuern, also es kostet dich eigentlich noch nicht mal was. Und die Leute kapieren es nicht. Also klar, ich hatte schon ein paar Leute gesagt, ja, ich wäre dann schon dabei. Aber du brauchst halt schon ein paar mehr. Oder? Null Risiko, für keinen. Weil wenn einer dann wirklich sagt, der haftet halt, also ich rede ja immer diesen Bullshit-Modus halt, der haftet halt offiziell für diese, keine Ahnung, 2000 Euro. Aber das ist einfach lächerlich. Selbst wenn er dann raus wollte quasi, dann findest du ja sofort jemanden, der das übernimmt oder schmeißt noch zusammen. Weil du brauchst ja, der muss ja nicht 2000 Euro einmal abdrücken. Das ist alles sagt, totaler ja. Quatsch. Aber naja, wie gesagt, das ist jetzt alles durch. Aber wie gesagt, ich wäre da sofort dabei, wenn du irgendwie gerade, wir sind auch überlegen, was wir hier noch weitermachen können. Also wie gesagt, in der Tat, ich habe jetzt hier noch ein Grundstück, ne, finden. Ich guck gerade halt auch einfach, was geht. So, ne? Also ich glaube, was am sinnvollsten wäre, ist, wenn man ein Grundstück sucht, dass man erstmal eine Base hat, wo man anfangen kann. Am besten Grundstück, wo man auch mit dem Vermieter so weit klarkommt, dass du das auch sagst, so, ey, hier hast du halt mal einen Vertrag für die nächsten 5 Jahre oder so, weißt du, dass du auch nicht da direkt rausgeschmissen werden kannst. Und dann einfach loslegen. Ja. Einfach loslegen. Das, was gerade, was einem einfällt, das, was einfach geht, loslegen. Das, was machbar ist, ne, das Inventar wieder in den Vordergrund drücken. Was ist verfügbar? Womit können wir uns gerade konstruktiv beschäftigen? So, was ist da? Woraus können wir was machen? Alles, was letztendlich dann die Kosten minimiert, das ist sinnvoll. Keine Frage. Ja. Also sprich, ich habe ja Solarzellen, das ist eine gute Geschichte hier, war fantastisch. Ja. Also das ist ein paar Schaufeln, keine Ahnung, ich meine, wir haben ja auch was. Ja, ich habe auch mittlerweile einiges, ich habe ein Wegschweißgerät. Wenn du überlegst, was in Deutschland jeden Tag weggeschmissen wird, von fantastischem Zeug. Ich habe sogar eine Liste und so an den Leuten weitergegeben, glaubst du, da kam groß was, weißt du? Wenn man da einfach ein paar Leute einfach suchen würden, irgendwo immer wieder an die Deponie fahren und sagt, da hättest du wirklich zuckelhetzte jeden Scheiß, wo du brauchst, weißt du? Und das ist ein wahre Werte, eine Schubkarre, eine Schaufel und nicht so, weißt du, was das alles kostet, wenn es kaufst, weißt du, dann kriegst du noch in so einen Dreckqualität. Ja, das heißt, also wo ich denke, wo es einfach im Moment noch dran hapert, in dem Sinne, ist halt einfach, dass wir noch keinen Platz haben, wo wir das durchziehen können, weil ich habe jetzt, ich wohne auf einer Finca mit zwei Freunden noch zusammen und das ist halt geschütztes Gebiet in dem Sinne. Die wollen nicht, dass da irgendwas gemacht wird und ich hätte halt schon Bock, größere Projekte zu machen und wenn du größere Projekte machst, zum Beispiel würde ich gerne einen größeren Garten anlegen und da wäre es auch besser, wenn ich ein paar Leute habe, die mit mir zusammen anpacken. So, ne? Und das also, ist halt an also dem gut, Ort... Die da sind, ne? Ja, ja, klar. Und das ist an ich dem kann, Ort halt nicht möglich, wo, weil ich ja keine Leute... Wo seid ihr denn? Seid ihr alle in Manakor? Manakor. Bist du auch schon hier? Ja, super. Ja, ich bin jetzt seit knapp 4 Jahren. Ja, das ist geil. Die Nachbarn, weil das ist super gut. Ja. Ich kann hier schon einiges anbieten, also ich keine Frage. Ich meine, wir müssen halt jetzt irgendwie über die Runden kommen. Es sind halt Gäste dann irgendwo da, aber meine, ich wollte da oben auch irgendwie Hochbette anlegen oder sowas. Das sind alles ja auch so Feldversuche und Testgeschichten oder sowas. Oder wir können hier auch unten, wir können auf jeden Fall nochmal einen Area anlegen, irgendwo gerade da unten bei uns. Wo wir können die ganze Werkstatt nach unten verlagern und können da was zusammenbasteln. Also diesbezüglich bietet das sofort an. Ich glaube auch, wenn wir müssen es auch gar nicht erstmal anfangs, muss man sich gar nicht darauf konzentrieren, das Hyperprojekt schon zu planen, die ganze Insel einzunehmen in dem Sinne, ne? Sondern dass man anfängt wie ein Virus, du setzt einen Punkt, ne? Ein Viruspunkt, den wir dann machen und erschaffen dann in dem Sinne Oasen, wo Leute hinkommen und gucken so, okay, so kann es also auch anders funktionieren. Nur die Leute, die ernähren sich hier selber, die sehen mit ihren eigenen Augen, okay, das ist machbar, die haben gar keine kahlen Felder, hier wächst jeder Scheiß, als ob hier Tropenwald wäre. Das will ich auch.
So, und dann kommen schon die nächsten Bauern, die sich nicht mal um ihre Felder kümmern können. Wie viele Felder hier auf der Insel brach liegen? Es macht ja für einen Orangenbauer keinen Sinn. Da sind ja die Investitionskosten, also der Aufwand höher wie der Ertrag. Aber wenn du dann, da habe ich auch ein gutes Beispiel, wenn du dann Öko-Orangen quasi und dann mit richtig Vermarktung, letztendlich liegt es bei denen oft ja das Problem in der Vermarktung. Irgendwie. Aber das sind ja so Sachen, wo man selber dann auch Know-how hat, wo viele auch was machen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass da was, wenn man da, man muss halt in die richtigen Kontakte auch mit den Eingeborenen. Ja, so hier gibt es ja auch coole Leute. Ja, ist ja nicht so, dass die alle wenn du magst, wir sehen ja, wir wollen gerade auch das hier bewahren, die Kultur und die Natur. Und das ist den Mallorquinern ja auch wichtig. Ja. Ne? Das ist auch gerade mit denen würde ich auch zusammenarbeiten. Ja, weil unbedingt. Es geht gar nicht anders. Geht, ist so. Weißt, das ist so, wie es läuft gerade und je fallen je härter, je krasser die Zeit, irgendwie wie auch immer. Es geht ja nur über Kontakte. Ja. Weißt, der eine hat einen Packer, der hat einen Spezi von irgendwo. Früher waren ja die Finkas auch mehr oder weniger autark. Ja. Das war übrigens in Deutschland auch, es war schon immer so. Hier sind natürlich viele Sachen übrig geblieben. In den 70er Jahren war das im letzten Jahr. Jeder hat seinen Brunnen, jeder hat sein Smallholding. Und wenn du dann nicht mehr weiterkommst, also mal, dann hast halt einen Spezi, der halt dann im Schmieden noch besser ist. Ja, genau. Und dann machst du dem, was auch diese ganzen diese Geschichten, wie heißen das nochmal, die. Das die Quäker, die wo sie zusammen, wo die, ja, die haben keine Maschinen. Die Quäker und die Dinger. Der sagt, der baut das ganze Dorf, baut dein Haus. Ja. Das ist ja viel intelligentere Version vom Bausparvertrag. Ja, und dann bist du halt dran. Da ist ja klar, so und so viele Wochenende im Jahr bist du halt dran und hilfst. Genau. Und so läuft es. Ja, aber und du bist dann eben nicht dran. Das ist eben genau das Ding, wo du gar nicht. Das hat gar nichts mit dir, sondern du machst das. Weil du das, ja auch weil selbstverständlich du hast da voll so Bock ist. Drauf, genau. Da hat jemand, du hast ja, bist glücklich in deinem Haus, du hast auch nichts anderes zu tun, klar. Dann bist du ja nicht die ganze Zeit eingespannt und aber dann kannst du einfach frei arbeiten. Das ist die völlige Befreiung, das ist das und du musst ja überlegen, das kapieren die Leute. Mit jedem Scheiß, wo du kaufst, mir regt es ja schon auf, in den Supermarkt reinzugehen. Ja. Jedes Mal fütterst du das Biest. Ja, klar. Das ist ja, weißt du, 20%, ja, wie krank. Kranke Scheiße. Und die müssen ja auch nochmal. Und nicht nur Steuern, sondern das noch größere Biest, Zins. Das ist ja, das ist den Leuten ja gar nicht klar. Mit jedem Euro, wo du ausgibst, sind 30 Cent Zinsanteil oder so. Bei Miete irgendwie 70 Cent für den Arsch. Und damit musst du einige Wichser füttern. Weil Geld fickt ja nicht. Das ist ja immer mir, wo Geld fickt werden wird. Und dadurch kommst du raus. Die ursprüngliche Gründe, die ist so genial und so einfach und so richtig toll. Ja? Das ist genau das Richtige. Vielleicht ist es auch für, ich glaube auch manchmal denke ich auch so, ey, ein leichteres Leben hier auf der Welt zu führen, ist doch puppels einfach in dem Sinne. Ja. Das kann ein kleines Kind zusammenbrechen, wie das der funktioniert. Hohen ist, ne? Ja, aber die kommen dann mit einfach, Kindern, kannst du das. Ja, ganz genau. Ja, okay. Aber die ganze, gerade im Westen, nachdem wir ja Jahrhunderte irgendwie die ganze Welt ausgeräubert haben quasi, im Westen müsste kein Mensch mehr wie irgendwie 2 Stunden am Tag arbeiten. Aber nicht und nimmer nicht. Wenn ich, das ist ja das Absurde, wo du noch nicht gehabt. Wir haben noch nie so viele Maschinen gehabt, wir haben noch so viele Computer gehabt, wir haben noch so viele Sachen. Also eigentlich völlig absurd. Und dann erzählen sie es, wir können uns die Autobahn nicht mehr leisten, das Schwimmbad geht nicht mehr. Und viele wissen ja noch nicht mal, dass Geld aus nichts erschaffen wird. Diese Fantasie-Geschichte, eines der krassesten Geschichten, Zins, Steuer und diese ganzen, brauche ich eigentlich nicht erzählen. Es ist so absurd und es ist Jahrtausende alt, weißt du, das ist so eigentlich, ich meine, gut, klar, ich musste auch irgendwie älter werden, um zu skapieren, weil die Gehirnwäsche so krass ist. Da hilft selbst ein Studium nichts irgendwo, da bist du nur noch größer. Das weißt du ja nur noch mehr, warum das alles so sein muss. Und dann kommen natürlich diese Ego auch noch, dieses noch, du bist ja noch, bin ja ein intelligenter Mensch, ich studiere, dass du die noch mehr Scheiße im Kopf drin hast und noch diese noch größere Ego-Falle irgendwie drinsteckst. Nee, ganz konkret, ich bin hier, ich bin da, auch Ingo ist hundertprozentig dabei, sagt mir, oder wir lassen uns überlegen, was wir machen, wir können uns hier mal ab und zu mal treffen, das kriegt man sicherlich hin, auch wenn Gäste da sind. Bin total, also ich freue mich total, ich mag schon wieder, wie ich wieder gleich an Fahrt gewinne. Das ging aber auch so. Ich wollte auch heute hierher. Weil ich bin jetzt 11 Tage. Eigentlich bin ich für 5 Tage nach Deutschland zu meiner Frau zurück. Ich bin da aber krank geworden. Ja, klar. Und hab halt eben. Brauchst du noch was? 11 Tage da. Ich hab noch was umbuchen. Ich hab halt, also ich hab einfach den Einflug sausen lassen und einen neuen gebucht. Ne? Bei 40 Euro pro.
Scheiße, weiter. Und dann war ich jetzt 11 Tage halt eben drüben nochmal und hab halt dann aber auch wirklich jetzt so gemacht, so. Hattest du Brot? Nee, so jetzt, Alter, wenn du auf die Insel zurückkommst, so, ne, dann jetzt will ich loslegen. Ich hab Brot im Arsch, so, ne, ich hab. Also, ja, für mich hat jetzt auch wieder. Für mich ist einfach die Kamera mal wieder laufen zu lassen, einfach ein paar Sachen, ein paar Videos aufzunehmen. Einfach, ich weiß, dass es wieder, wenn wir dieses Gespräch jetzt wie eine Radiosendung mit dem bisschen Wasser, hallo, so ein bisschen als Video drin ist, so, ich weiß das, und wenn es nur 5 Leute sind, die das dann wieder wirklich bis zum Ende anhören, aber dann, es sind Interessierte da und jedes kleine Ding ist wieder so ein Samen. Und ich weiß, wenn wir schon so reagieren, da sind viele genau so drauf und die viele brauchen genau diesen. Ja, genau. Also die gegenseitig. Die müssen einfach wissen, das geht genau. Und allein zu wissen, du bist nicht allein. Ja, genau. Und wir müssen gerade die Macher. Das ist das, was mich am meisten auch frustriert. Klar. Das Schlimme ist, dass die Macher alle nicht zusammenarbeiten. Das Schlimme, ja. Ich weiß aber warum. Oh, ich habe ja so viele gesprochen. Weil sie irgendwann so ankotzt. Ja. Die kann sagen, ich halte sie mal. Entweder hören sie komplett auf, geben sich komplett auf, ja. Oder sie sagen, ich ziehe mal mein Ding durch. Aber gerade die Macher. Die sollten dann nicht irgendwie, sondern das meine ich jetzt wirklich gerade. Und wir sollten nicht warten, bis die Schafe kommen. Ja, wir sollten was machen. Und weil es ist so, die Leute, wenn dann alles fertig ist, dann stehen sie wahrscheinlich schon. Dann können wir Nummernspender rein. Dann müssen wir Nummernspender aufnehmen. Das ist auch immer so. Aber so sehen sie halt. Das ist so überall. Das ist so immer so. Wenn eine Party macht, habt ihr Partys veranstaltet, ist doch genau dasselbe Scheiß. Das ist überall dasselbe Prinzip. Das sind aber die mit der größten Klappe, die gesagt haben: Ja, was mir jetzt hier alles geleistet ist, aber so. Aber machen, darum, ich bin so happy, dass ich auch hier bin, dass es endlich irgendwie auch mal, weißt, in irgendeiner Form jetzt losging. Auch wenn es sicherlich einige Aspekte jetzt hat, wo definitiv auch nicht das ist, was ich mir eigentlich vorstelle. Aber ich merke, wie mir das Spaß macht, eigentlich auch hier irgendwie Sachen zu machen, weißt. Die Hütte da unten habe ich gemacht. Ich habe jetzt diese Renovierung an diesem Scheiß mit eine Woche an diesen Bänken herumgeschliffen und gemalt. Ja. Nicht irgendwie über viel Scheiß, Facebook und das ist wieder Kacke. Ich brauche auch nicht den 50 Millionsten Scheiß-Aspekt von irgend. Ich weiß, was läuft. Ja. Das ist dieses. Brauche nicht nochmal und nochmal. Ich brauche nicht die 50 Trillionsten Chemtrail-Bild. Ich muss ja nur einen Himmel schauen. Und dieses sowas von Verschwendung von kostbarer Energie und Zeit. Ja. Dadurch lieber. Um Kartoffeln irgendwie oder um was weiß ich. Ja. Das macht es viel mehr Freude. Es gibt immer was Sinnvolleres zu tun. Ja. Es bringt nicht weiter. Die Erkenntnis ist da. Also ich brauche nicht arg viel mehr. Natürlich, darum, was mir auch immer von der Grundidee natürlich, warum ich das verspart, weil gerade Leute, internationale Leute, die ähnlich ticken, ziehst du ja dann eigentlich doch an. Und mit denen gute Gespräche führen, das bringt dich schon weiter. Also sprich nochmal. Vielleicht doch mal Sachen, wo du nicht weißt, aber einfach auch so ein bisschen diese Tipps, weißt du, sagst, ja, kennst du den schon? Oder halt, das ist ein geiler Philosoph, oder hier, allein schon mit Musikfanatiker, ich würde ja viel lieber sowas machen, also ich würde auch hier sofort gerne Partys oder irgendwie, also sinnvolle Partys, sondern aber halt mal, so Gatherings, so, ja, einfach und ich meine, du kannst nicht die, du kriegst keine Leute über negativ hin, du kriegst sie nur positiv hin. Als Leuchtturm sein und über Freude. Die Leute müssen spüren, wie das ist in der Gemeinschaft. Deswegen habe ich auch voll Bock, mehr auf YouTube zu machen, weil YouTube ist halt tatsächlich die Leute, die Jugend. Also ich denke, worauf wir uns konzentrieren sollten, ist die Jugend. Weil Jugend ist viel einfacher zu fassen, die sind noch viel offener für den Kram. Da bin ich auch nicht wirklich an der Stelle, weil ich hatte lange Zeit, klar, mit dem Lastwagen wohnst du einfach das Problem natürlich mit Internetverbindung. Und da kackt es natürlich so. Das war bei mir jetzt die letzten Jahre auch das Problem. Und dann bin ich da nicht wenig dran. Aber was mindestens genauso ist, also klar, da gebe ich dir absolut recht, Texte liest ja keiner mehr, können sie ja gar nicht mehr. Oder auch Songs, aber vor allen Dingen Events machen, Leute einladen, zusammen Gatherings, wie du sagst, und zusammen tanzen. Mit einem Tanz wirklich kannst du viel mehr rüberbringen, das ist. Auch selber Musik machen. Ich habe jetzt das ganze Auto wieder voll Musikinstrumente. Geil, das wäre ja Ich habe ein Cello, ich habe ein Keyboard.
Ja, das fällt mir auch alles komplett sowas. Da muss ich auch, ich bin auch der reine Passivmensch, aber das war schon immer mein Traum. Ich würde auch ein Studio einrichten. Ich würde, ich träume davon, sowas. Auch dass Gäste kommen, nur wenn ihr geilen Sound läuft. Man hat so viel Musik am Start, weißt, wo die Leute, weißt du, so viele Ideen auch diesbezüglich, weißt. Also Partyreihe, nicht irgendwie Berieselung und nicht einfach nur so, sondern wo Musik, wo die dich zur Erleuchtung bringt, weißt, die dir die transzendental irgendwo hier. So Locations wird es ja hier genug. Das, echt, da will ich unbedingt. Das Sapo Sessio, wo wir uns kennengelernt haben. Komm mal da rein, was wollen die? Also, kommen da du auch sagst, Leute. Kali hat da letztens seinen Geburtstag gefeiert. Ne? Also, ja, im Prinzip kann man das mieten, das Ding. Das ganz normal. Aber die machen dann je nach Abschluss. Da kommen halt auch Gäste. Ich habe auch, mir fällt, ich brauche dringend, ich bin Ewigkeiten weggegangen. Also für mich, klar, tausende von Konzerte, Jahre, weiß nicht wie viel Gehirnzellen, logisch. Und ich brauche das, weißt du, mal wieder 12 Stunden durchtanzen, so gefällt es. Ich brauche dringend eine Adresse wieder. Es ist dann irgendwann nicht mehr möglich, kaum noch möglich gewesen, weil klar, ich werde ein alter Sack, alle junge Kinder irgendwie und überall ist langweilig, weil halt kein gescheiten Mucke läuft. Aber ich hoffe echt, ich hoffe so, dass das Einzige, was mir wirklich noch fehlen würde. Mick und wir waren auf dem im Dub Club mal hier in Santa Maria del Carmi irgendwo mit Alpha Stepper. Also super geile Nacht, voll geiler Sound, wirklich super. Und naja, wie gesagt, nur so als kleiner Teilaspekt, danke. Da wäre ja total. Aber klar, hier, du hörst es, wenn du hier ein bisschen lauter machst, da hört das ganze Tal und so. Also das ist, kann man sicherlich nicht richtig mal Gas geben. Aber mal irgendwie hier gechillten. Was ist Slackline? Genau. Ja, ja, das hat schon gesehen. Ja. Aber hey, die Ruhe hier ist so schön. Ey. Traumhaft, das ist so geil. Ich habe auch einfach heute. Das Häuschen da oben. Darüber kamen wir gerade eben noch auf. Niemand, das ist illegal, da, total geil. Verarsch mich nicht. Ja, beide Häuser sind illegal. Kein Mensch wohnt hier. Das ist super gut. Du kannst hier nackig rumrennen, mal, wenn sie voll gut. Kannst hochlaufen, wir haben hier ein Fahrzeug da angelegt. Perfektes Schild. Das ist eine super Aussicht. Also wenn da oben keiner wohnt, dann wohnen wir demnächst da oben. So bis uns einer raus ist. Das ist definitiv ein IHR-Teil dann. Alter. Es ist eigentlich bis auf die Einrichtung komplett fertig. Da müssten wir, da war, wo wir uns anschaut haben, sogar ein bisschen Wasser entholen. Da steht sogar noch ein riesen fettes Monster Stromaggregat oben rum. Hey, ich zeige euch mal einfach ein bisschen, wo wir hier sind. Hier, Mond. Wir haben Mondzeit gerade noch so ein kleines bisschen auf Mallorca. Aber das Problem ist, dass die halt richtig Kohle natürlich haben, trotzdem dann irgendwie noch. Und die haben ja immer die größten. Kamille. So, hier ist die Serenity. Olivenbaum. Und das Geile ist, das Grundstück, was weiter unten ist, gehört demselben Eigentum. Das heißt, das könnte man auch noch dazu bekommen. Na, das also ist zumindest, die haben gesagt, die grollen da abends immer Holz, kein Problem. Und hier von der Kapazität, die haben wir ja mittlerweile jetzt, also der Ingo hat seine Aufwärtskabine da unten, der wohnt dann immer da drin. Also das ist ein Pickup. Und wenn du so ein Pickup kriegst, halt diese schwere Holz-Aufwärtskabine durchzugehen. Also das war so ein Rad. Das Tiny House. Bitte? Das Tiny House oder was? Nee, er hat ein Tiny House, aber das steht noch in München. Ah, okay.
Also die Hütte haben wir, oder die ist jetzt vor allem hier, die ist nur hergekriegt, das ist alles so, natürlich auch ein kleines Style. Und kann man auch mieten, so eine kleine Unterkunft hier. Mit Holzboden reingemacht, verkleidet hier oben. Wie schön. Ja, Holzpaletten. Alles im Fall, also Schweinearbeit natürlich. Also diese Seitenwände da mit alten Paletten. Halt hardcore viel Arbeit. Ja, klar. Aber das macht ja schön. Spaß. Ja, weißt, du so, weißt dann, so, dass die Leute nicht kapieren, auch selbst wenn du wirklich Geld kriegst, Geld bringt, gibt dir nie die Befriedigung. Das ist ein Innenwort. Mit eigener Hand, das, was du schöpferisch, was du auch wirklich den Wert drin erkennst. Eben, der wirkliche ja. Wert ist halt ich einfach. Denke, ich weiß, was, wie viel Zeit ich gebraucht habe, allein für diesen Anbau, weißt du, was ich da einfach, was da drin hängt. Das muss so aus. Da war ich komplett allein. Allein die Türe, also, was ist denn eigentlich und dann diese Anpinsel und so. Aber das sind halt Unikate. Also das gehen wir uns auf jeden Fall noch genauer angucken. Da gibt es auch noch ein eigenes Video zu. Oder jetzt hier mein Dings, was wir als letztes jetzt gemacht haben, ist die Außendusche. Voll geil. Ich dusche nur noch da drauf. Also erstens, das Wasser, das ist ein Klo, das hat sich ein bisschen hergerichtet. Hier für die Mädels. Ein bisschen Fanservice. Aber richtig geil ist diese Outdoor-Dusche. Die habe ich gedacht, die ist so funny. Nice. Wie cool. Das haben wir von Down angedacht gehabt. Das ist zum Teil klassisch Grünzer. Macht richtig Spaß. Ja, super geil. Schön. Achso, das ist ein Prototyp. Und fällt unbedingt noch ein paar Mal Klo, weißt du, als Trockentoilette. Ja. Meine Idee war auch schon... Sagen, ach, der Tito hat es wieder geschafft, sich einschließen zu lassen. Moment mal. Ja. Bekloppt, Tito. Du bist ein Typ. Wie schön das ist, wie schön das alles ist. Ach, das ist alles schön. Da wollte ich, die Idee war da einfach einen Wohnmobil-Trailer draus zu machen. Cool. Weil, der kriegt doch keinen Mensch das Maul auf. Intelligent die Systeme ausdrücken. Du kannst nicht mit dem Kopf gegen Betonwände, sondern wirklich, wenn ihr eure Spielchen, dann guck mal, dass wir unser Spiel spielen. Ja, genau. Und sowas wäre halt cool. Oder was du kriegst relativ günstig ja. Irgendwo mit Arbeit rein. Und du brauchst halt auch mit dem Typ ist ja auch viel weniger Probleme als diese ganze Praktik. Sind, wenn du Schlafplätze quasi als Kunstwerk hast. Da holt immer dieses geile Bild an von diesem Bauer, der seinen Stall aus dem gekriegt hat und dann so riesige Tische gebaut hat, wo dann die Pferde unten drin waren. Geil, ja, ist sowas. Das finde ich herrlich auch schon geil. Kriegt das von dem, aber mit Symbolikum. So, demonstrieren, Weinstehen, die Knarre, da musst du immer versuchen, aber halt, das ist Ne? Weil die sagt, fuck, ist ja, mal ein bisschen Werbung für San Miguel. Aber lassen uns auch unsere Tür. Nein, es ist kein Product Placement. Aber wir haben da kein Geld für bekommen. Zum Beispiel mit dem eigenen Land, ganz klar, ein eigenes Land, das wird für mich ja auch gefährlich, wenn aber du eine Stiftung gründest. Das ist komplex, darum habe ich auch den Verein gegründet. Das ist ein bisschen komplexer, aber dann kannst du das so machen, dass auch nicht durch einen Ego-Trip das ganze Ding irgendwie gleich sofort torpediert wird quasi. Ja. Gerade mit Stiftungen und so, das sind die offiziell in Hintertüchen. Warum zahlen die alle keine Steuern? Nee, und die können dir nicht das verbieten, die Hintertür selber zu benutzen. Ja. Weil die sind da, diese Hintertürchen. Genau. Du musst nur wissen, das recken die natürlich nicht raus. Das ist das, was du wissen musst. Ist so. Und dann lass demonstrieren, dass sie sich gegenseitig die Köpfe eintreten oder so. Nee, du musst rauskommen, das gibt es mit Maulwurfmethoden. Bin ich echt überzeugt.
Und Erdhäuser auch. Du hast hier in Mallorca zum Beispiel eine Regelung, wenn das Haus zur Hälfte im Boden ist, gilt es nicht als Bauwerk. Echt? Oh, wir haben da drüben Steine, das sieht schon aus wie eine Hobbithöhle. Das wäre ja. Aber hier ist natürlich so, du brauchst ja erstmal natürlich den ganzen Stein. Ja, so. Der Boden hier ist natürlich heftig, das ist ja herausfordernd. Alles Felsen hier. Ja. Das ist nicht mal. Also im Wald konnten wir das leichter machen. Da haben wir da halt eben auch angefangen, Hobbithöhlen zu bauen. Ja. Und die buddelst du einfach 2 Meter in den Boden rein. Mhm. Und das, was du da, den Aushub, den schmeißt du hinter wieder über das Rüst und Dach drüber und hast einen Hügel, kannst du da wachsen lassen. In Regionen, wo es so kalt und nass ist, quasi finde ich das alles mal gar nicht so animierend, aber in Ländern, wo es heiß ist, ist ja gerade sowas, diese Höhlenwohnung. Was meinst du, was ist richtig für eine geile Klima da im Winter? Aber hier brauchst du dann definitiv einen Bagger, um Boden auszuwählen. Aber Bagger gibt es ja auch, weißt du was, so ein Loch jetzt für, du machst jetzt ein Haus in der Größe, ein Erdhaus, bestellst für einen Tag einen Bagger mit einem, die haben so riesige Presslufthammer da dran in ihren Arm, dann hebst du so ein Loch, hebst du ihn innerhalb von einem Tag aus und hat der Bagger 100 Euro kostet. Optimalerweise kennst du irgendeinen, der Bagger irgendwo stehen hat. Ne? Und das heißt ja 200, das macht dann schon auch das, genau. Das ist dann das kleinste Problem so in dem Sinne. Schön ist das hier. Ja, so viele Ideen. Früher haben sie das alles mit Muskelkraft weggemacht. Ja klar, wir haben da unten aber auch, wir haben ja unten auch noch ein Zelt, vielleicht bist du ja gar nicht so weit hingelassen, unten haben wir noch ein Zelt, da mussten wir auch dann am Schluss irgendwie den Stein, wir haben erstmal ewig gebuddelt, aber da ist immer noch größer geworden, dann haben wir am Schluss dann einen Vorschlaghammer und den Stein mussten wir zersprengen oben irgendwo zur Erbschlag, das war ein. Das sind doch in Wirklichkeit, ich dachte auch erst so, okay, da ist ein fetter Stein, den bulle ich jetzt aus. Das sind tatsächlich noch Bergspitzen, die hier im Boden drin sind. Man hat das Glück, wir sehen natürlich schon irgendwie solche Kiesel, so große, aber klar, da war es definitiv keiner. Und nachdem wir da ewig rumgemacht haben. Ja, da unten, ne, das ist halt, klar, es ist halt nicht das eigene Grundstück. Von dem her ist halt immer so eine Geschichte dann auch, geil. Ich meine, wenn die Sachen dann, wenn du wieder raus musst oder so, dann ist halt alles ein bisschen schon nur eine Frage. Klar, ich meine natürlich, das Tun ist natürlich das Wichtigste, aber wenn du natürlich wirklich nicht nur Zeit, auch Geld da reinsteckst und das ist dann verpufft nach kurzer Zeit, ist auch blöd. Ja. Weil da unten diese Bäume gehören ja auch dazu. Das wäre ein super geiler Place für Baumhaus zum Beispiel und so schön schattig. Ja, voll geil. Da nice. Und die Aussicht hier ist auch die schön. Aussicht ist phänomenal. Also richtig klasse. Ist auch schön ruhig. Auch im Winter war unten noch so Nebelbänke, wir sind schon in der Sonne gesessen. Ja, das hast du hier in Manaco sowieso sehr häufig, ne? Auch im Sommer noch. Ja, und, so im Vormittag. Dragonfly, Libelle, voll da. Schildkröte, gestern, vorgestern habe ich so. Tortugas! Ich habe letzte auf der Straße einfach so. Ja, so eine kleine habe ich auch schon gesehen. Ich meine, gut, jetzt ist ja nicht innerhalb von ein, zwei Wochen. Ist es hier, zeigen wir euch das auch mal. Aber hier war ja alles grün und geblümt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das alles so findet. Was euch so dazu durch den Kopf geht. Ich finde es voll gut, ich meine, hier auf Mallorca wird es irgendwie mit Hochbeeten arbeiten. Definitiv. Das war auch, macht keinen Sinn. Wir haben da unten zwar ein bisschen angefangen, aber es macht keinen Sinn. Das sind Steine. Annika und Gregor haben bei sich auf der Finca schon angefangen mit Hochbeeten. Da wächst doch schon Zeug drin. Aber ich muss noch mal gucken nach frischem Material, mal schauen. Wir haben ja viele Sachen, meine Podeste, die ich hier gebaut habe zum Beispiel, oder da drüben, das Podest, ihr seht ja hier das Zelt jetzt zum Beispiel, auch richtig schön unter dem Baum, sehr cool. Da kann man auch mal pennen, oder? Auf dem anderen, ja. Zwei Kabinen drin, das sind die Leute, die kriegen untergebracht. Im Haus kriegst du auch noch Leute untergebracht? Also das sind jetzt 4 Doppelzimmer, letztendlich. Und da drüben, je nachdem, wie die Leute drauf sind, also es sind halt, kriegst eigentlich auch 4 Reihen, wenn das möglich ist. Wir hätten unten jetzt, da unten ist so eine kleine, also wenn ihr Bock habt, können wir mal runterlassen oder so. Ja. Da haben wir ein kleines Zelt stehen auf einer, mit die Stelle, die am flachesten ist. Problem halt, durch Hang und Steine, muss eigentlich fast immer Proteste bauen.